Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So, erstmal die Fehler vom letzten Mal korrigieren. Das hier muss alles abgerissen werden und an geeigneter Stelle platziert werden. Das ist jetzt relativ dämlich, dass ich das so versaubeutelt habe. Nicht dran gedacht, dass das Wasser ja dann schon steigen könnte. Ist egal. Ich würde sagen, wir reißen hier einfach was von den Beeren ab. Dann können wir die Wasserproduktion noch so lokal haben. Also, ran an den Feind, und in dem Fall ist der Feind von bieriger Natur. Und ein paar Karotten reißen wir auch noch ab. So, bisschen Wasser haben wir ja noch. Der Rest ist pausiert und dann würde ich einfach sagen, achso, Holz können problematisch werden. Nö, das wird schon passen. Das wird schon passen. Wir brauchen auf jeden Fall noch 3 Biber, die hier mal die Farm wieder ans Laufen bringen. So, schade, dass sie dabei die Blaubeeren nicht ernten. Das finde ich echt nicht so ideal. Meine Frage, wer können sie danach noch da durchlaufen? Ach, die können auch kein Holz mehr abbauen. Ups. Ja, vielleicht, wenn es hier oben ist. Wir müssen mal schauen, dass wir auf jeden Fall noch rüberkommen. Das klappt schon irgendwie. Irgendwie werden wir es hinkriegen. Oh oh. Oh oh. Jetzt aber hurtig, Freundchen. Komm schon. Ein Wasserwerk. Ach, falsch. So. So. Wer die Frage bekomme. Ja, die bekomme ja daneben. So. Das ist auf Ultra-Priorität. Die müssen jetzt ein bisschen ranklotzen. Ich weiß, dass sie dann unzufrieden sind, aber was soll's. So, das. Ah, das Wasser ist hier schon. Ist das abgesunken genug? Nee. Das sieht nur gebrauchsfertig aus. Ja. Also, dann einmal löschen. 9 Holz zurück. 9 Holz zurück. Auf jeden Fall. Das löschen wir auch. Das löschen wir auch. Das tut mir so weh. Ah, und jetzt passt es natürlich gar nicht, dass die da hinten stehen. Oh je. Oh je, da müssen sie richtig ranklotzen. Also, nicht Stapel, sondern Fässer. Mit Fässern wird alles besser. Irgendwie zumindest. Da können wir 3 hinmachen, beziehungsweise wir könnten 3 machen und also 6 insgesamt. Ach, das ist doch alles doof. Mach mal sie doch hier hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ich weiß, sieht beschissen aus. Wird irgendwann wieder besser. Und das ist erstmal eine gute Möglichkeit, hier was zu speichern. Die hier werden ganz niedrige Priorität haben. Okay, kann ich gar nicht einstellen. So, das hat aber Ultra-Priorität. Und das nächste daneben auch. Komm schon. Mach weg die Scheiße hier. Oh je. Oh je. So. Da müssen sie wirklich ranklotzen jetzt, um nicht zu verdursten. Nein, und hier fehlt eine kleine Ecke. Sonst könnte ich das auch bauen. Es sei denn, ich kann hier einfach das Ding hinsetzen und dann... Zählt das als Kante? Müsste ich eigentlich drauf bauen können. Wir werden es gemeinsam rausfinden. Wir haben kein Holz mehr im Moment. Sehr schlecht alles. Aktuell sehr schlecht. Noch 2 Tage Hammer. So, das ist auch Wasser. 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 Und ich würde sagen, da ist noch ein bisschen was drin, im Rest nicht. Das heißt, die reißen wir direkt ab, dass wir die Rohstoffe haben, also das Holz. Können sie das da unten nehmen? Ja, das nehmen sie zumindest. Gut, Farmarbeit hört auf. Ich brauche jeden... Essen sieht auch schlechter aus. Naja, man kann nicht alles haben. Ich dachte, da kommt Wasser rein. Dachte, ich hätte sowas angeordnet. Gut. Wo trägst du das Holz hin, Kollege? Ach, zu dem... Okay. Ja, das hat auch niedrige Priorität. Das hier hat richtig hohe... Priorität. Oh oh. Oh oh. Aber hier steht das Wasser ja zum Glück eine Weile. Jetzt durch meine leichte Dammung vielleicht auch noch einen Tick länger.
Also noch ist nichts verloren. Gewonnen ist auch nichts. Das gibt's doch nicht, dass die gerade... Ich brauche jede Arbeitskraft hier. Oh oh. 1,5 Tage noch. Die werden ein bisschen länger arbeiten müssen. Jetzt da. Keine Ausreden mehr, Leute. Ich dachte, ich habe die Farm deaktiviert. Was machen die hier immer noch? Rohstoffe. Mal hier richtig schön Holz einsammeln. Richtig hohe Priorität. Ja, Pflanzen sind gestorben, das kann sein. Komm schon, Leute. Keine Arbeitsplätze dafür, oder was? Was heißt es hier? Ist nicht durch Pfade verbunden, auch das noch. Auch das noch. Ja, das lässt sich ja zumindest noch regeln. Jetzt komm, baut Fässer. So schnell ihr könnt, so schnell ihr wollt. Noch ein Tag. Richtig hoch die Priorität hier. Ja, die haben jetzt keine Zeit mehr zu essen, aber das können sie von mir aus nachher machen. Wir müssen Wasser pumpen wie blöde. Ja, halt mal an, hier alles in Planken zu verarbeiten. Ich brauch doch das Rohholz. Nein. Na komm, das kriegen wir aber noch hin. Und da kommen ja Bäumchen nach. So, 0,3 Tage bis Dürre. Es ist schlecht. Es ist schlecht um unser Wasser bestellt. Ja, den machen wir richtig hoch, den auch. Die anderen normal und dann können wir den eigentlich anwerfen, wenn das Wasser hier absinkt durch die Dürre, die jetzt beginnt. Okay, wir lassen die mal nur 22 Stunden arbeiten. Können sie vielleicht was futtern? Und scheiße. Scheiße. Ja, fließt hier da natürlich weg. Ran an den Feind. Aber voll machen jetzt. Ah, das hält eine Weile. Das hält sich eine Weile. Hätten die anderen noch nicht abreißen müssen, aber dann hätten wir auch kein Holz gehabt. So, drei freie Arbeiter, die können gern an der Nahrung rumwirtschaften. Komm schon. Ja, die brauchen gerade. Da ist Hopfen und Malz gerade verloren, weil das Wasser natürlich hier auch noch abfließt. Das muss man auch entsprechend dammen. Na, da haben wir eine geeignete Stelle. So, was soll's? Sollen sie wieder Holz machen? Wenn sie denn überleben. Wir haben 11 Biber. Wir haben 7 Tage Dürre. Wir haben 106 Wasser. Also das kann noch mehr werden. Komm schon. Wir haben halt nur ein lausiges Wasserkraftwerk hier. Ja, das wird eine Punktlandung, so wie das aussieht. Und beim nächsten Mal haben wir hier 6 Fässer. Das wird auf jeden Fall für den geringen Durst reichen. Aber das ist natürlich dämlich gewesen, dass es hier ja schon abläuft. Zumindest an Essen wird es uns nicht mangeln, aber an Wasser. Ich glaube, uns wird es irgendwann anfangen, an Wasser zu mangeln. Tja. Muss ja nicht jeden Tag was trinken, ne? So, irgendwie dann hier. Sieht alles nicht so ideal aus. Holzfäller. Können da hinten auch noch Holz fällern. Boah. Das ist nicht... Achso, das ist nicht ausgewählt. Ja, tut euer Bestes. Auf der Ebene irgendwie... der Ebene. Also, dass das nicht über verschiedene Ebenen geht, hat vielleicht seine Gründe. Aktuell finde ich das ein bisschen nerviger. Und ihr habt kein Wasser, ihr Leute. Nicht gut. Also, wenn man 5 Biber jetzt umbringen könnte, dann wird das mit dem Wasser reichen, aber so herzlos können wir nicht sein.
Das Gute ist, es steht tatsächlich noch hier was. Aber hätten wir die anderen Pumpwerke, hätten wir die Fässer noch voll bekommen. Ach, es ist zum Mäuse-Melken. Ah, es reicht noch irgendwie. Es reicht noch irgendwie. So, ein Bärenfritzen können wir auch noch losschicken zum Bären. Bären ausnaschen, zum Bären pflücken. Hier eigentlich auch wieder. Und die lassen wir mal 16 Stunden nur arbeiten. Bringt ja auch nichts, wenn die jetzt nichts mehr essen und nichts mehr trinken können. Ich glaube, wir kriegen es in den Griff. Vor allem, weil wir hier leicht gedammt haben, ist es weniger problematisch im Moment. So, Sägewerk, es läuft eigentlich, würde ich sagen. Wir müssen uns mal anschauen, wo wir gescheit forsten können. Wir können auf jeden Fall da hinten mal eine Holzfäller-Ding hinmachen. Ja, ist rot. Ich weiß nicht, ob das bei dem Distrikt noch reicht. Eventuell. Also ist nicht die beste Verbindung zum Distrikt. Es ist vielleicht eine. Sieht noch gut aus, keine Warnung dran. Kriegt man zumindest die Bäumchen auch noch mit. Das Holz braucht man auf jeden Fall. So, Nahrung sieht gut aus. Das ist das Einzige, was wirklich gut läuft. Und das Wasser ist auch noch drin. Ich glaube, das reicht. Wir haben noch 4,5 Tage Dürre. Und hier steht das Wasser noch. So ungefähr sollte das sein. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir gleich mal Deiche. Wir brauchen hier unten natürlich, damit es gestaut werden kann. Ich würde fast sagen, da hinten wird es doch passen. Wieso geht es da nicht rein? Bin ich doof? Also ja, ich bin doof, aber normalerweise ist das kein Hinderungsgrund. So, da kommen wir entsprechend jetzt noch nicht hin. Da braucht man Wege. So, und eine Treppe. Und Wege. Und Ressourcen, die man hier einfach löschen kurz. Ressourcen löschen. Ja, muss ja sein. Aber das ist echt gut. Wasser steht noch. Immer gut, wenn er in dem Alter noch steht, in dem ich bin. Ja, so alt bin ich noch nicht. Aber es ist nicht so schlecht. Vor allem, wenn wir jetzt gleich die Ebene draufgeben, können wir was Ordentliches mit anfangen. Ich würde sagen, ja, Farmarbeit, priorisierte Ressource. Boah, im Moment gibt es nur Karotten. Es war eine einseitige Ernährung. Wir müssen aufpassen, dass unsere Biber nicht komplett orange werden. Sonst sehen nachher alle aus wie Donald Trump. Und das will wirklich keiner. Obwohl, so furchtbare Haare auf dem Kopf würde den Biber wahrscheinlich auch noch stehen. Also die könnten es tragen. Muss aber nicht sein. Das soll ja eine Kolonie mit halbwegs Sinn und Verstand sein. So, das pausiert nicht zu Unrecht, würde ich sagen. Das ist gut, dass das noch funktioniert. Und die anderen zwei bringen wir gleich zum Laufen. Hat das Seiteneffekte, wenn wir hier aufstauen? Ah, bestimmt nicht. Wird schon alles hier runterfließen, wie es soll. Na gut. Dann hier mit mehr Deichmaterial. Also da müssen wir den Weg natürlich wieder wegmachen. Abreißen. Abreißen. Ja, bin mir sicher. So müsste eigentlich nach meinem Verständnis, wenn man das jetzt, könnte man auch dahin bauen eigentlich. Dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen geschickter. Ach, ich baue ja nicht so hoch. Ups, den können wir entfernen. So, wenn die das gebaut kriegen, dann sollte Wasser eine Stufe, zumindest was das angeht, höher sein. Dann müssen wir natürlich hier noch bauen. Das ist das geringere Problem.
So, wie machen die das? Können die eins versetzt bauen? Egal, machen wir es erstmal so. Machen wir es doch erstmal so. Aber wirklich geil, dass das Wasser so lang hält. Und das nur durch die Dämme hier, das ist ja richtig, richtig Glück gewesen. Na gut. Dauert die Dürre länger, wird das Wasser aber immer mehr versiegen, deswegen können wir uns nicht drauf verlassen. Was mal hier bräuchten wir Dynamit, damit wir da die Stufe, das Blocklevel hinter denen auch wegkriegen. Boah, wird schon irgendwie passen gleich. Wir könnten natürlich auch ausbauen mit diesem Dammmaterial und das dann nach hinten legen. Müssten wir mal schauen, was da geschickt wäre. Gut, der ist gleich gebaut, der Freund. Der hier braucht noch ein bisschen. Hast du nichts mehr zu tun in deinem Gebiet? Nee, aktuell nicht. Dann können wir den ja löschen. Boah. Dann hat er Zeit für andere Aufgaben. Beziehungsweise wir könnten echt mal eine Treppe hier hochlegen, damit er das noch vollends abbaut. Bringt ja jetzt auch nichts, wenn es da oben einfach nur rumgammelt. So, gleich kommt's Wasser zurück und wir werden erfahren, wie das hier funktioniert. Also es wird auf jeden Fall hier mehr gestaut werden. Das Wasser kommt ja irgendwie Quelle. Werden wir gleich hoffentlich sehen, woher es quillt. Hab jetzt nichts gesehen, da unten vielleicht. Normalerweise sieht man den Ursprung des Wassers. Ah, da hinten. Da kommt es irgendwie durch hier. Okay, vielleicht von da unten. Spielt aktuell keine Rolle für uns. Hier soll es auf jeden Fall schon mal mehr gestaut werden. Beziehungsweise auch hier. Na, es wird interessant. Jetzt können wir die gleich aber in Betrieb nehmen. Das wird hoffentlich ein bisschen das Wasser holen vereinfachen. Natürlich, sobald hier muss erstmal genügend Wasser nachfließen, dass es hier hochkommt. Das funktioniert schon. Ah, okay. Und Wasser weicht ein bisschen dadurch. Dann muss ich tatsächlich noch einen Damm hier hin machen. Hatte ich befürchtet, aber weiß man das so genau. So. Jetzt überschwemmt es nur leicht. Weiß nicht. Ich wollte ja nur das Level halten. Ich hätte oben wahrscheinlich keine Deiche machen müssen, sondern Dämme, damit es oben eben drüber fließt. Entspannt. Dann wäre das nämlich nicht komplett unter Wasser gewesen. Naja, mehr Wasser ist nicht unbedingt schlecht in dem Spiel. Jetzt ist es ungefähr so, wie es sein sollte. Hast du schon gebaut? Nö. So, das können wir natürlich wieder pausieren. Das ist egal. Den Kollegen können wir eigentlich auch abreißen. Beziehungsweise kann ich einfach das pausieren? Nö. Okay. Ich will halt nicht, dass die immer von den weiten Wasserwerken hier das abtransportieren müssen. Wird schon irgendwie klappen. Aber schön. Ich kann mit dem Deich das tatsächlich hier draufsetzen. Dann machen wir das mal. Dann können wir auch sagen, der hier kommt komplett weg. Der ist pausiert. Ich habe keine freien Arbeiter. Nicht so gut. Ich mag doch, wenn Leute arbeiten. Vor allem für mich. Boah. Haben wir hier was ausgelöst, indem wir es hochgestaut haben. So, ich glaube, das hier leeren, Gütern andere Lagerhäuser ausliefern. Oder leeren. Ja, das klingt gut. Können wir leeren und dann abbauen. Das wird mir eine Leere sein. Hoffe ich zumindest. Oh, schön, wir haben 4 Jungtiere. Der Nachwuchs ist erstmal gesichert. Und dann müssen die Jungtiere inzestmäßig für Nachwuchs sorgen. Yay. So. Wir haben auf jeden Fall schon mal was Gutes gemacht. Wir haben nur kein Holz. Kein Holz zu haben ist in der Regel nichts Gutes. Dann bauen wir noch ein bisschen hier eine Holzfällerfahne. Kann er da oben abbauen.
Der baut auch noch ab. Alles gebaut inzwischen hier. Ne, fehlen noch 2 Rohholz. Das kriegt man aber auch irgendwie hin. So, das kann man natürlich auch abreißen. Ist jetzt... Ja, ja, Dürre bevorstehend. Ich bin nicht so schockiert. Jetzt müssen sie die... Achso, ich habe ja auch hier für neues Rohholz was befohlen. Das können wir vielleicht mal pausieren. Die 2 Pumpen sollten reichen. Also die 6 Fässer müssen jetzt voll werden. Ich hoffe, das ist denen klar. Auch hier Wasser eher zum Abtransport. Und neues Wasser kriegt man halt nur da. Ach, es war scheiße, das abzureißen. Ich dachte, wir haben ein bisschen mehr Zeit, um wirklich hier den Damm zu bauen. Und ich bin mir fast sicher, das ist hier halbwegs falsch, was ich mache. Ich brauche jetzt diese teuren Dämme, damit hier noch Wasser durchfließt. Zumindest auf, sagen wir mal, 3 Spuren. Aber das kostet 60 Holz. Wo soll ich die denn hernehmen? Also das pausieren wir hier. Das pausieren wir da. Weil sonst überflute ich mich ja selbst. Und das ist eigentlich nicht das Optimum. Ich glaube, wir können mal an den Försterbetrieb gehen. Braucht nur 60. So, eine Försterei bitte. Von mir aus hierhin. Ja. Dann erstmal Ressourcen abreißen bitte. Irgendwo. Da war's. Blaubeeren hinfort mit euch. Das braucht 10 Rohholz und 7 Bretter. Die kriegt man ja noch zusammen irgendwie. Ach, der Blaubeerfritz. Der muss eigentlich gerade nicht arbeiten. Der kann dann in der Försterei arbeiten, wenn er will. So, 1,7 Tage bis zur Dürre. Wasser ist in Ordnung, kommt da allerdings nicht nach. Hätte mal eins hier lassen sollen. Bis wir den Damm hinbekommen. Naja, man kann nicht alles haben, würde ich sagen. Außerdem, ach, nee, da wird auch keins nachkommen. Das wird halt hier dann stehen bleiben. Wenn man den Damm öffnen könnte, dann wird es nachkommen. So, wir haben 52 Holz. Das ist ja gar nicht so verkehrt. So, kann ich Bäume pflanzen? Birke, Kiefer, Kastanienbaum. Ja, brauchen 8 Tage, glaube ich, zum Wachsen, oder? Achten, Ahorn. Eiche, 30 Tage, 8 Holz. Eine Kiefer hat 12 Tage, 2 Holz. Oder 7 Tage, 2 Bäume. Kastanienbaum, 3 Holz. Ich würde sagen Eiche, oder? Klingt doch gut. Ja, sehr eichig. Oh, ist jetzt nicht ideal. Denke ich mal. Soll er halt da mal pflanzen. Wasser steht hier eine Weile drin. Vor allem, wenn wir es fluten, steht es eine längere Weile drin. Wir können hier natürlich auch noch kurz anbauen. Dann kann er noch mehr Holz sammeln. Ach Gott, sieht das mit den Wegen furchtbar aus. So, dann brauchen wir hier... Weiß gar nicht was. Deich wird eigentlich auch... Obwohl Deich... Ja, ist ja nicht anders als die Landmassen. Dann schneiden wir das aber, glaub, ab. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Deich da Sinn macht. Ich glaube, von hier dürfte ja gar kein Wasser... das sieht eher wie Wasserquelle aus. Kann sein, dass da auch eine Wasserquelle kommt. Da will ich nichts falsch machen. Da kommen jetzt mal Dämme hin. Das sollte auf jeden Fall nichts kaputt machen. Ja, braucht man 3 Stück für 60 Holz.
Das war ja wieder richtig teuer. So, der pflanzt schön die Eicheln dahin. So soll das sein. Müsste natürlich alles irgendwie besser aussehen, aber was soll's. Braucht man noch irgendwie ein anderes Nahrungsmittel? Wird mal nicht schaden. Nutzpflanzen. Kartoffel. Ja. Weizen. Sonnenblume. Kriegt man da doch Öl? Ach, was soll's. Ich will ein paar Sonnenblumen. Da können Sonnenblumen hin. Da können Sonnenblumen hin. Da können Sonnenblumen hin. So, die Arbeitskraft habe ich leider nicht. 9 Tage Dürre. Aber Wasser ist halbwegs gefüllt. Holz haben wir theoretisch genug, um das da hinten zu bauen. Achso, und da habe ich natürlich auch... Ja gut, der hat alles ab... Na, da steht aber noch ein Baum. Achso, Lager ist voll. Nee, keine Aufgaben in Reichweite. Ist der Baum nicht markiert? Tatsächlich nicht. So, bitteschön, Kollege. Einmal abnagen. Und dann können wir dich umziehen. Brauchen wir da nicht mehr. Holz, Holz, Holz. Ach, das ist schon ein klasse Spiel. So, und dann müssen wir da oben natürlich auch sagen, dass wir uns bewusst sind, dass er da alles abernten darf. So, das sollte reichen. Da kommen Bäume nach, das ist schon mal wunderbar. Die braucht man nicht. Aktuell zumindest nicht. Farm, bitteschön. Wohl Essen sollte auch noch reichen. Ist egal, werden sie irgendwie ja hinbekommen. Und dann können wir so langsam anfangen, hier die Dämme zu bauen. So, als erstes den da. Oh, ich mag es nicht, dass es immer 20 Holz braucht. So, ein Arbeiter haben wir auf jeden Fall noch frei. Der Lyojin macht hier schöne Eichen, die lange brauchen zum Wachsen. Aber das soll ja nicht unser Problem werden. So, der eine könnte noch Blaubeeren sammeln, aber davon sind wir auch relativ gut bedient. Wir könnten jetzt hier natürlich direkt drüber bauen. Oder wir nehmen die Linie. Die wird mir gefallen, das braucht aber wieder so viel Ressourcen. Wird da was gebaut, Jungs? Ich dachte, ich hätte einen Arbeitsplatz frei. Ah, jetzt. Sehr gut. Schön, schön Holz fällen. Brauch mal richtig viel davon. So, das braucht man natürlich erstmal noch nicht. Achso, das kann auch anhalten. Ich brauche doch keinen Strom, während das Sägewerk nicht läuft. Ah, ich denke aber auch nicht nach, wenn ich was mache. So, Pflanze ist gestorben. Ist nie was Gutes. Bitte bauen. Die 20 Holz haben wir noch irgendwo. Wieso hast du, Kollege, wieder Durst? Achso, du baust gerade fleißig da. Na gut, aber das muss jetzt irgendwie so reichen mit dem Holz. Und dann wird's besonders schön, dann können wir zumindest diesen Bereich bis zu den Wallen... Kann ich den einfach auf Abreißen klicken? Wird das gehen? Ich weiß, wunderbare Wegführung. Aber... Können die das einfach abreißen? Dann könnte man ja hier alles mit Wasser füllen. Na, wäre nicht verkehrt. So, 2 arbeitslose Biber. Warum? Wie viel Planken habe ich eigentlich? Schade, dass ich das... Ah, da sehe ich 22 Stück. Ja, wir haben 2 Arbeitskräfte, also theoretisch... Achso, wir haben gerade nicht den Holzvorrat. Obwohl dann Holz zu kommen nicht so das Problem ist.
Wasser wird knapper, also da braucht man zumindest echt mal ein besseres Fass. Können wir, glaub schon, erforschen, können wir nur noch nicht bauen. Das braucht 20 Zahnräder. Und das braucht 80 Planken, 60 Zahnräder und 30 Stahl oder Eisen oder was das ist. Wie machen wir denn Zahnräder? Nicht mit Energie, sondern Metall? Okay, Schmelzerei war es auch nicht. Distriktverwaltung auch nicht. Wissenschaft nicht unbedingt. Dekoration, Monumente. Monument mal. Schlepperposten gerade auch nicht. Was ist doch denn bei Holz hier? Zahnradwerkstatt. Eine Planke gibt ein Zahnrad. Na gut. Wissen wir, was zu tun ist. Schön. Damm ist gebaut. So soll das sein. Und die haben es tatsächlich abgerissen. Das macht ihr gut. Ich dachte, da brauche ich auch Sprengstoff für. Ist ja genial, dass sie das machen. Und aus Symmetriegründen muss der eine Brocken noch weichen. Hilft leider nichts. So, Farmarbeit, würde ich sagen, geht voran. Boah, die braucht ein bisschen zu wachsen. Ergeben dann auch richtig viel Holz. Oben kommt Holz nach. Ich glaube, dann können wir hier noch das nächste Stückchen bauen. Und ich denke mal, diese drei Ablaufdinger sollten reichen, dass wir es anstauen können. Und dann macht man nach links nur Dämme. Ah, lieber einen vierten hin. Ich glaube, lieber noch einen vierten hin. Also, dass wir das praktisch so machen und dann mit Deichen auffüllen. Die sind zwar hier teurer mit 20 Rohholz. Ja, sollen sie mal nicht so anstellen. So, Wasser. 80 Stück reicht, glaube ich, noch für die 4 Tage. Aber dann müssen wir unbedingt das nächste Staulevel hinbekommen, dass die hier nicht leer pumpen. Zur Not könnte man natürlich hier immer was abreißen, dann wird ein bisschen Wasser nachfließen. Na, das hilft denen jetzt auch nicht so gewaltig. Achso, du machst Strom, aber du sägst nichts. Hier wieder. Habe ich nur Strom aktiviert. Lass mal kurz gut sein. Ja gut, da gibt es noch ein paar Bäume, die man fällen kann. Ansonsten sieht das auch mau aus. Habe ich hier nicht noch einen, der irgendwo platziert war, der in der Nähe was abbauen sollte? Ach, der Kollege da. Wäre natürlich genial, würde ich den verschieben können. Nee, nicht da. Der klickt mich immer. Hier vielleicht. Und dann gib ihm. Ja, wäre zufrieden, wenn das klappt. So, Farmarbeit kommt voran. Sehr sonnige Sonnenblumen. Boah, werden sie schon schaffen. 54 Wasser und noch 2,5 Tage. Da werden sie ein bisschen dursten, aber das wird schon passen. Und ansonsten, hier hätten wir noch Holz. Hier müssen wir irgendwie das Faulwasser auch rausbekommen. Oder enttoxifizieren, falls das geht. Müsste ja irgendwie gehen. Wie gesagt, mit Faulwasser habe ich jetzt noch gar nichts. Ich weiß nur, dass es da ist. Und man, ja, das halt leicht giftig ist. Aber mehr Informationen habe ich tatsächlich nicht. Deswegen wird das noch relativ spannend. Wir haben genau 666 Nahrung. Die Zahl des Satans. Wie Cold Mirror sagen würde. In einem ihrer Harry Potter Hörspiele. So. Aha, jetzt kann das hier aber zu Ende gebracht werden. Da braucht man einfach nur... Okay, den Weg muss ich wieder löschen. Ah, kann ich direkt da machen. Da ist ja nicht problematisch. So, in der Hoffnung, dass ich meine Zivilisation damit nicht komplett unter Wasser setze. Naja, im schlimmsten Fall reißt man halt das ab.
Das braucht jetzt aber 36 Holz insgesamt und wir haben nur 25 auf Lager. Ah, der Kollege produziert fleißig nach. Und der hat auch noch ein bisschen. Also, sieht im Moment gar nicht so furchtbar für uns aus. Das hier ist klar, müssen wir natürlich ersetzen durch entsprechende Dammabläufe. Gibt es da eine Richtung, wie ich die hätte platzieren müssen? Nö. Sieht eigentlich schön aus, so wie es ist. Noch 7 Wasser. Was braucht man denn für Dynamit? 600 Forschung braucht man dafür. Na gut. Kontaminierungsbarriere verhindert, dass Bodenkontaminierung sich darunter ausbreitet. Und das klingt auch nützlich. Ansonsten Zahnräder müssen wir als nächstes bauen. Ja gut, Planken müssen auch produziert werden. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein Haus zusätzlich. Ah, vielleicht sollten wir auch mal schauen, dass wir hier ein bisschen was umgezogen kriegen. Ist schon wenig Platz für einen Anfang da. So, Bären hat man immer noch genug. Obwohl es Biber sind. Na komm schon. Bau mal fertig, bevor die Flut kommt. Holz haben wir eigentlich genug. Also ich würde sagen, so langsam bringen wir unsere Biber in nicht unbedingt trockene Tücher, in feuchte Tücher. Weil sobald wir das Wasser hier ein bisschen mehr aufstauen können, was irgendwann gleich der Fall sein sollte, haben wir schon mal leichter. Ja, ja, die sind alle sehr, sehr durstig. Geht ja gleich weiter. So, Arbeiter. Ah, hier muss halt erstmal Wasser nachkommen. Wird tatsächlich sagen, wir machen das hier einfach kurz weg. Und hier müssen eh die Dämme hin. Obwohl, bringt ein Damm da was? Weiß es nicht. Ja, ist jetzt ein bisschen Holzverschwendung gewesen. Zum Aufstauen muss es auf jeden Fall wieder platziert werden. So. Am nächsten Tag gibt es wieder Wasser. So soll das sein. Und dann denke ich, wäre es hilfreich, ein bisschen mehr zu haben. Ich glaube, die Bären nehmen wir jetzt weg. Nahrung haben wir aktuell genug. Das war immer schade um die Ressourcen. Na, teilweise hilft es hier nichts. So. Eigentlich wollte ich ja noch ein Level höher. Muss das erst nachfließen oder warum? Ah, Level höher geht natürlich da auch rein. Beziehungsweise das sollte ja nur da oben dafür sorgen. Glaubt, das liegt an den Dämmen. Nee, da kommt noch nichts durch. Vielleicht steigt es ja noch. Das wäre so meine Erwartungshaltung gewesen. Ah, okay. Da muss ich natürlich erst der See füllen. Da geht das ganze Wasser hin. Und hier haben wir definitiv aktuell keine Chance mehr, Holz nachzubekommen. Ja, schon cool, was wir hier an Wasserumleitung gemacht haben. Wir sind richtig emsige Biber. So, jetzt sollten sie keinen Durst mehr leiden. Hoffe ich zumindest. Das sieht... Insgesamt haben wir hier ein bisschen wenig Platz. Für meinen Geschmack. Hier können wir noch ein Holzfäller-Ding hinmachen. Irgendwo, irgendwie. Hat, glaub, gerade gespeichert, so, Holz. Und dann können wir hier noch Bäume markieren. Und zwar... Achso, die sind markiert. Na gut, dann bringt's nichts. Ach, da oben vielleicht. Obwohl, die waren ja auch markiert. Ja, alles markiert. Bis auf der eine einzelne da. So. Jetzt ist der auch markiert.
So, dann können wir eigentlich noch sagen, wir wollen mehr Eichen haben. Da zum Beispiel. Da zum Beispiel. Da zum Beispiel. Von mir aus auch hier. Und eigentlich hier, aber das muss er erst abbauen. Ja, da ist er schon fleißig dabei. Und wenn er das hier hat, können wir da auch weitermachen. So, wir müssen aber unbedingt, damit Wasser hier eben auch sich anstaut, hier noch die Deiche machen. Nicht, dass es überflutet, ah, die Dämme. So. Irgendwie so. Den pausieren wir. Ja, und hier muss wahrscheinlich auch einer hin. Und dann soll es eigentlich passen. Den pausieren wir auch. Werden sie ja irgendwie hinbekommen, hoffe ich. Ah, jetzt steigt das Wasser auf ein angenehmes Niveau. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Das fließt natürlich da weg. Da müsste man auch Dämme machen. Faulwasserflut bevorstehend, okay. Ja. Weiß ich jetzt nicht, was ich da beachten muss. Muss ich Dämme einreißen? Ich glaube, braucht man mehr gesundes Wasser. Wird auf jeden Fall nicht schaden. Ich habe leider noch keine Zahnräder, deswegen versuchen wir es doch einfach mal nochmal hier zu bauen. Dann können wir vielleicht den Weg auch etwas bescheidener hinlegen, sagen wir mal so. Dann kommt hier der Weg weg. Dann kommt hier der Weg weg. Da unten bringt ja jetzt auch nicht wirklich was, aber ich habe so Angst, dass wir irgendwann verdursten, obwohl es so vermeidbar gewesen wäre. Es kostet natürlich jetzt wieder Holz wie Bolle, aber dann haben wir zumindest mal kein Wasserproblem in der Hinsicht. Hätte trotzdem gerne, dass ich hier das zuerst bauen. Mach mal Priorität höher. Und hier pausieren wir die Hälfte. Und Wasser. 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 Na gut. Können wir auch hier ein bisschen pausieren. Es bringt ja alles nichts, wenn es jetzt da einfach wegläuft. Das habe ich nicht bedacht. Das heißt, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Kamerad hier und einer hier. Und dann eigentlich... Nee, das sollte passen. Ja, wahrscheinlich da ich hier. Ah, den nur eventuell. Den machen wir ganz niedrig. Die müssten jetzt aber relativ hoch sein. Das Holz haben wir kaum. Aber wenn das nicht klappt, also ja, ist halt in beide Richtungen scheiße. So, das kommt auch ganz hoch jetzt. Dafür wird das Wasser aber kaum reichen. Geschweige denn das Holz. Komm schon. 1,4 Tage bis Faulwasser, was auch immer das heißt. Bin echt gespannt, was das heißt. So, heranwachsende Eichen. Baum können wir von mir aus auch wegnehmen. Dann können wir hier noch mehr Eiche pflanzen. Warum denn nicht? Ressourcen wegnehmen war hier. Oh. Wird schon passen. Wird schon irgendwie passen. Nur 49 Holz gerade zur Verfügung. Obwohl da liegt auch noch Bauschutt. Hättet ihr gebaut? Muss von mir aus nämlich nicht sein. So. Knapper Tag bis Faulwasserflut. Komm schon, bau das Ding fertig. Dann steht zumindest hier gutes Wasser drin. Außer, dass es da halt abfließt. Ich erhöhe mal die Stundenanzahl, die sie heute arbeiten dürfen. Ist ja kein Muss, ist alles freiwillig.
So. Glaub, das hält zumindest ein bisschen was aus. Noch gar nichts gebaut, Collision. Das ist aber nicht gut, was ihr hier macht. Da wird das ganze Wasser verrinnen. Ah, das hätten wir... Wir hätten hier das auch dammen können. Glaub, das macht mal eher. Ja, abbrechen. Abbrechen, ja, 8 Holz. Dann machen wir hier wirklich ein Deichchen. Dann haben wir halt kein Wasser, das in die Richtung fließt. Braucht man aktuell aber gar nicht. Und jetzt holla die Waldfee, ran da. Die 24 Holz haben wir aber. Kriegt ihr das jetzt nicht geschissen, das noch schnell aufzubauen? Faulwasserflut hat begonnen. Wir sehen uns gleich an. Ich hoffe, die kriegen noch was hin. Leute! Baut! Baut um euer Faulwasserleben. Okay. Ich weiß, was Faulwasserflut heißt. Alles, was gutes Wasser war, wird schlechtes Wasser. Tja. Einmal abgestellt. Wie kriegt man das Faulwasser dann am Ende wieder raus? Es muss ja eigentlich abfließen. Oh je. Na, zumindest halten wir das da rein. Warum nicht? Hätte mal hier das gescheit gedeicht, dann wäre der See auch nicht. Ach, egal. Vielleicht kommt ja direkt danach eine Dürre, dann wird alles vertrocknen. Ne, die werden doch keine Dürre direkt danach senden, oder? Muss ich dann Faulwasser auftanken? Kann ich das überhaupt? Ahornsirup. Gegenmittel. Extrakt. Katalysator. Faulwasser. Boah. Vielleicht. Können wir mal probieren. Aber erst, wenn die das gebaut haben. Guckt euch das an. Hab genau gewusst, dass das Wasser da abfließt. Okay, die ganzen Pflanzen sind draufgegangen. Dann bemüht euch nicht, da irgendwas zu machen. Okay, alle Bäume sind gestorben. Dauerhaft. Ja, das ist nicht gut. Das hätte jetzt nicht passieren sollen. Nein, meine schönen Bäume. Ach, das ist doch dämlich. So. Jetzt wird das hier aber wieder schön trocken gelegt. Sind ja nur noch 7 Tage, die das dauert. Und wie wandle ich Faulwasser in was Nützliches um? Faulwasserpumpe, eine verstärkte Pumpe, die Faulwasser abpumpen kann. Ah. Okay. Das heißt, in so einem kontaminierten See können wir es tatsächlich dann beheben. So, erstmal strategisch überlegen, wie wir das denn in Zukunft verhindern können. Also, wenn hier Faulwasser reinkommt, sollte das nicht weiterkommen dürfen. Weil sonst sterben die Bäume. Das ist eine Sache, die man... 4 sind arbeitslos, 4 Leute. Muss echt mal schauen. Wasser. Wasserströmungsanzeige. Mechanische Flüssigkeitspumpe. Zentrifuge. Ah, die gefährliches Faulwasser in nutzbares Extrakt umwandelt. Faulwassersiegel. Verschließt eine Faulwasserquelle... Kann beliebig geöffnet und geschlossen werden. Nur ebenerdig. Also das ist definitiv, was wir da brauchen. Na gut, schauen wir mal, was wir erforschen können. Hiervon haben wir schon alles. Habe ich was gemacht? Keine Ahnung. So, da musste ich einen Spielstand laden. Ein Glück hatte ich einen Autosave davon. Durch das Faulwasser sind mir alle Arbeitskräfte an... abhanden gekommen. Die waren so kontaminiert, die wollten nicht mehr arbeiten. Und dann hatte ich nur noch einen und das war das Verderb der Kolonie oder wäre es geworden. Deswegen habe ich gegoogelt, woran es lag und anscheinend sind sie allergisch gegen Faulwasser. Nur wenn sie es direkt berühren,
Das heißt, was wir machen, ist, wir trennen jetzt mal die Fädchen hier auf und sagen, nein, danke, ihr arbeitet nicht da, wo es gerade ganz giftig ist. Und dann werden sie hoffentlich überleben. Das schauen wir uns gleich gemeinsam an. So. Ja, ja, kann nicht rückgängig gemacht werden von wegen. Ich kann die einfach draufsetzen. So. Wieder mit Highspeed. Und dann würde ich sagen, geht's nochmal weiter. Also in dieser braunen Brühe dürfen sie definitiv nicht schwimmen. Sonst kriegen sie einen roten Schwanz und rote Pickel überall. Also das sieht relativ furchtbar aus. Und das Schlimmste daran, die wollen nicht mehr arbeiten, wenn sie krank sind. Ich fasse es nicht. So, hoffen wir, dass die jetzt annähernd gesund bleiben. Ansonsten haben wir Forschungspunkte. Die könnten wir auch mal sinnvoll einsetzen. Speicher haben wir schon. Der ist teuer. Unterirdischer Speicher, Kapazität 1800. Klingt gut. Wie viel haben wir jetzt? 180. Also das Zehnfache. Ah, ich glaube, als erstes bräuchten wir tatsächlich Zahnräder. Her damit. Die verlangt es relativ oft. Dann, ja, Papierfabrik nicht unbedingt. Aquatisches Bauernhaus, Getreidemühle, Bäckerei, Bienenstock, auch nicht zwingend. Wissenschaft, Sternenwarte, vielleicht später Raffinerie, Roboterteilefabrik, vielleicht auch erst später. Was ist denn jetzt nützlich? Dusche, ein Ort, an dem sich Biber mit Wasser frisch machen können. Okay, für 50 Öcken nehmen wir das mit. Ein Krankenbett, Ort der Einkehr, Freibad, ein Kräuterheiler. Das klingt auch nicht schlecht, das kostet aber 300. Gegenmittel gegen kontaminierte Biber. Das hätte im vorherigen Verlauf des Spiels geholfen. Braucht man aber nicht. Woher habe ich denn überhaupt Kräuter? Agora, okay. Dann schauen wir mal weiter. Ich lasse Spiel währenddessen laufen. Eine Schleuse unbedingt. Staut Wasser bis zu einer einstellbaren Höhe. So eine Doppelschleuse. Dreifachschleuse. Das wäre es natürlich. Und die braucht nur 15 Planken. Das wäre ja fantastisch. Haben wir sonst noch was bei Wege? Plattform, Doppelplattform, Dreifachplattform, Metallplattform und Brücken in verschiedenen Ausführungen. So eine Dreifachschleuse. Kontaminierungsbarriere verhindert, dass Bodenkontaminierung sich darunter ausbreitet. So, wo ist Faulwasser? Ich sehe schon wieder, zwei sind kontaminiert. Warum? Was machen Sachen? Ihr sollt hier aufhören. Geht weg. Ist da Faulwasser drin? Kann eigentlich nicht sein. Aber seht ihr, so ein roter Schwanz, damit müsste man eigentlich eine Intimcreme auftragen. Der sieht nicht gut aus. Ich glaube, dann nehmen wir doch den Kräuterheiler. Ich habe keine Ahnung, warum die auf die Idee kommen, sich damit anzustecken. Ich habe die garantiert gerade nicht schwimmen lassen. So, wir nehmen nur mal die drei Fässer hier vorne. Ich habe keinen Bock, dass die sich da irgendwie weiter infizieren. Weil mit einer Arbeitskraft geht das definitiv nicht mehr. So. Ihr sollt aufhören, da lang zu laufen. Dann macht man das auch noch platt. Dann haben wir noch ein bisschen Notfallwasser, aber wenig. So. Und jetzt bitte macht keinen Scheiß mehr. Vier sind kontaminiert, wunderbar. Dann wird's doch wohl Zeit für den Kräuterheiler. Nicht Dekoration, Grundbedürfnisse, Kräuterheiler. Ach, das braucht 20 Zahnräder, kann ich also direkt vergessen. Das krieg ich auch nicht hin, aber wo stecken die sich an? Wo? Warum? Arbeit, also die arbeiten die ganze Zeit, das ist vielleicht nicht gut. 5 Stunden Arbeit. Die brauchen gerade nichts. Die brauchen nur Ruhe. Mit 6 Arbeitskräften komme ich noch irgendwie klar. Nicht, dass sie da hinten versuchen, irgendwo runterzugehen. Ich würde jetzt theoretisch aber auch nichts sehen. Also 4 geht's gar nicht gut. Was auch immer die gerade im Feld zu tun haben, von mir aus können sie es lassen. So, ja, geht mal schön schlafen, bevor von euch noch mehr hier
auf die Idee kommen, das Wasser zu inhalieren. Verstehe ich nicht. Ich habe alles abgeriegelt jetzt. Vielleicht war das... 5! Warum? Was macht ihr, Leute? Fünf Arbeitskräfte haben wir noch. Iiuiuiui. Wo steckt ihr euch an? Wo steckt ihr euch an? Ich verstehe das nicht. Vielleicht muss man hier die Randdinger wegmachen. Das sind... Oder stecken die sich über den Boden an oder... hier die Pflanzen. Fresst ihr die Pflanzen? Ihr kommt doch hier an Wasser. Hä? Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade, doch. Ah, shit, die Pfade sind innen. Wupsi. Ja, das macht natürlich Sinn. Kann ich nicht absperren hier alles. Scheiße. Na gut. Verdursten können sie auch nicht. Also, wir haben noch 5 gesunde Biber. Halbwegs gesund. Wie hast du das wieder geschafft? Egal, wir haben 5, die in Ordnung sind. Das ist das Wichtigste im Moment. Damit können wir noch was reißen. Nicht viel, aber wenn es nur noch eine Arbeitskraft ist, die kann nicht Wasser pumpen und die ganze Erntearbeit machen. Ich glaube zumindest, der Arbeitsstopp hat ein bisschen was gebracht. Wir können vielleicht noch ein Lagerfeuer bauen. Mögen die sicher ganz gerne. Ja, steht alles beschissen da. So, macht mal Lagerfeuer, Kollegen. Versammelt euch da, habt Spaß, da ist noch keine Fäulnis in Sicht. Beziehungsweise, ich glaube, das ist tatsächlich radioaktiv verseuchtes Wasser. Wird auch passend zur Map mit diesen Atomkratern. Halbwegs Atomkratern, ja, ich weiß, ist ein bisschen klein dafür, aber trotzdem. So. Ja. Geht's euch gut? Das Lagerfeuer brennt hier gar nicht. Vielleicht macht's das nur bei Nacht. Ich glaube, wir schaffen's, weil meine Biber waren davor schlechter dargestellt, also mehr als die 5. Und das dauert anscheinend irre lange, bis die dekontaminiert werden. Gut, das, was ich gelesen habe, ist auch schon 7 Monate jetzt alt, laut Reddit. Also keine Ahnung, was da dran ist. Wir schauen einfach mal, dass 5 durchkommen und damit kriegt man wieder alles in den Griff. Das ist dann nicht das Problem. Das Problem ist, wie gesagt, wenn... mit einem kann man sich halt nicht mal mehr vermehren. Das bringt ja nichts. Die anderen haben solche Geschlechtskrankheiten. Das sieht man ja am Schwanz. Er sollte nicht so rot bepickelt sein. Deswegen ist da nichts mit Nachwuchs. Yay, Autosave. Ha, ich mag Autosaves. Manchmal sind sie gut. Hätte er kurz danach gespeichert, wäre es wahrscheinlich schon. Also da ist viel Glück dabei gewesen. Und ich habe tatsächlich da nur gespielt bis die einen halben Tag nach der Wasserflut, aber das hat da nicht viel gebracht. Habe ich gedacht, ich schaue mal, ob ich ein Savegame habe oder ob ich die ganze Episode neu machen muss, weil ist okay zu scheitern, aber dann muss ich gleich eine neue Serie anfangen, also hier eine neue Staffel, weil die erste Kolonie grandios gescheitert ist und das soll sie bei der zweiten Folge meiner Meinung nach noch nicht. Na gut. Die kommen schon irgendwie klar, schnarchen laut. Da kommt definitiv kein Faulwasser rein. Da kommt normales Wasser rein. Genauso wie hier und hier. Ja, alles normal, alles normal. So. Wasser haben wir noch. Bäume alle tot. Schade eigentlich. Da müssen wir echt schauen, wie wir diesen Faulwasser-Ding... Entweder wir machen hier eine größere Barriere rein, dann würden wir hier aber alles fluten. Das gefällt mir gar nicht. Was mir mehr gefallen würde, ist, dass wir hier das einfach absperren. Also, dass wir hier den Fluss blockieren. Und das am besten mit so einer Automatikschleuse, beziehungsweise mit einer manuell schaltbaren Schleuse,
dass wir auf Bedarf Wasser an- und abschalten können. Glaub, das wäre der angebrachte Weg. Hey, nur noch 4 Kontaminierte. Glaub, einer davon ist gestorben, weil es sind nicht mehr Gesunde geworden. Yay, die Faulwasserflut endet. Und diesmal sind wir ja ganz gut. So, da kommt frisches Nass nach, so soll das sein. Und der Rest wird rausgeschwemmt, außer halt beim See. Der muss trockengelegt werden irgendwie. Das kriegt man aber einfach hin, indem wir hier mal einen Deich machen, kommt kein Wasser nach, dann trocknet er mit der Zeit aus. So, Jungs, sobald's Faulwasser weg ist, wollen wir mal wieder die Arbeit aufnehmen, was? Wird sich zumindest anbieten. So, noch ein bisschen warten, bis wir hier das Wasserwerk anschalten können. Holzfäller braucht man gerade nicht. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal... Nee, keine Treppe. Wege braucht man ja hier eigentlich nicht. Sieht aber besser aus, wenn da auch einer ist. Besser aus, wenn der hier ist. Ich glaube, hier können wir inzwischen auch wieder hin. Ja, das sieht gut aus. Und hier ist nur minimal giftig noch. Können wir anschalten. Machen wir mal 2 Stück. Und dann haben wir keine willigen Arbeiter mehr. Gut, Forschung muss anhalten. Farm muss farmen. Und wir bräuchten eigentlich auch wieder Holznachschub. Na, lasst mal sehen, dass wir hier überhaupt wieder Biber rankriegen. Dieses Gebäude ist nicht verbunden. Ja, ja, ich weiß. Da fehlt auch ein schöner Weg. Ein schönes dahingestellt, aber zumindest gefehlt hat was. So, Farm mit nur einem arbeitswilligen Biber. Hier haben wir 2 arbeitswillige Biber. Ach so. Ihr habt auch noch solche guten Arbeitszeiten. Das erhöhen wir mal auf 18 Stunden. Weil ohne Arbeit geht das hier nicht mehr gut. Ja, das ist halt richtig schade für meinen Forstbetrieb. Ich glaube, den müssen wir jetzt auch abändern, weil wenn nochmal eine Fäulnisflut kommt, sterben die ja wieder alle. Kiefer. Besser als nix, würde ich sagen. Besser als nix. So, wie macht man das jetzt am gescheitesten? So. Mag Kiefern eigentlich gar nicht. Naja, was soll's. So, du bist nicht verbunden, das ist klar. Wie wir dem Faulwasser ausweichen können, ist auch relativ klar. Brücken oder Deiche, die hoch genug sind, haben wir aber gerade nicht. Deswegen ist es, was es ist. So. 3 sind kontaminiert. Schade. Und hier ist auch nur einer, der emsig anbaut. Und zumindest Wasserproduktion sollte echt mal wieder laufen. Macht mal ein paar Babys nach. Arbeitsunfähig 3, Leerstand 3. Das heißt, dass 3 Gebäude leer stehen, denke ich mal. Ist hier noch jemand an der Holzfällerhütte irgendwo dran? Habt ihr doch alle abgeschnitten. Hoffe ich mal. Ich sehe keine mehr. Gut, hier ist natürlich keiner drin, das passt. Achso, Leerstand 2, okay. Und hier fehlen auch 2. Scheiße. Dürre bevorstehend. Jungs, macht Kinder. So viel, wie ihr legal könnt. So, Wasserpumpen. Nur Wasserpumpen. Wenn die voll kriegen, werden wir es schaffen. Essen wächst und gedeiht auch. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Das ist nicht so das Problem. Vor allem, wir haben ja nur noch 5 Biber, die wirklich Appetit haben. Die nicht krank sind. Und außerdem stauma hier ja schon ein bisschen an. Das Problem ist nur, wenn das zurückgeht, wird die Fäulnis aus dem See wieder zurückkommen. Nieieiei. Komm, macht ein paar Jungtiere. Gönnt euch mal hier ein bisschen Freizeit, müsst nur noch 16 Stunden arbeiten und sorgt mal für ein bisschen Nachwuchs.
So, aber Wasser sieht schon mal ganz gut aus. Würde ich gern noch alle Fässer füllen und dann geht's nur noch ins Farmen. Und ich würde sagen, dann haben wir gerade noch so die Kurve bekommen. Ein Jungtier. Ah, oh, ist das schön. Kolonie ist gerettet. Bei mindestens zwei Jungtieren. Geschlecht egal. Hauptsache, die können irgendwie miteinander ficken. Ich weiß nicht, wie Biberfortpflanzung funktioniert, aber ich stelle es mir ungefähr so vor. Na, pumpt um euer Leben. Es geht ja um euer Überleben. So, ich würde sagen, gepumpt ist genug. Das schafft jetzt einer noch voll zu machen. Ab an die Farmarbeit. Damit ihr hier auch noch bisschen was einpflanzen könnt. Komm schon, mehr Jungtiere. Das ist das beste Gut, was wir haben. Die Kinder. Die Kinder sind unsere Zukunft. Ich hab's immer gewusst. Na gut, 7 Holz hätten wir, 22 Planken. Da könnte man, also da müsste man auch was bauen, dass man rüber kann. Ja. Und theoretisch den See trockenlegen. Das kriegt man auch noch hin. Also geplant ist dann, dass wir einfach hier einen Deich durchbauen. Da, wo es nicht so viel kostet. Vielleicht hier. Müssen wir mal schauen. Kostet auf jeden Fall eine Menge Holz. Und ohne, dass jemand hier... Achso, da könnte ich eigentlich direkt einen hinschicken. Weil das ist ja nur wichtig, dass es wächst. Ist mir ja egal. Ein Arbeiter zu wenig. Farm. Hört mal auf zu farmen. Das kriegt man schon hin. Essen haben wir ja noch ein bisschen. Ja. Und du darfst jetzt rumförstern, damit wir Holznachschub kriegen. Hey, ich denke mal, wir haben die Kurve bekommen. Aber die Biberpopulation ist deutlich zurückgegangen. So sollte das nicht laufen. Aber man lernt ja dazu. Und man hat Speicherstände. Genau aus diesem Grund. Tja, ist das nicht schön, wie er hier Kiefern baut. Das sind junge, heranwachsende Kiefern. So, jetzt schauen wir noch uns an, was wir hier gezaubert haben. Erstens haben wir jetzt 12 Tage Dürre. Oh Gott. Wird ja immer mehr. Aber wir haben noch Wasser in vernünftigen Maßen. Und wir haben noch ein bisschen Essen. Und Essen kommt vor allem nach. Meine Angst ist nur wirklich, dass hier das Faulwasser zurückschwappt. Ah, dann wird die Konzentration auch nicht so hoch sein. Eh keine Ahnung, wie das Spiel das berechnet. So, hier muss ich auf jeden Fall fortsetzen. Dann arbeitet halt da nur einer drin. Ist egal, pumpen kann er auch noch. Ich würde sagen, das sieht erstmal gut aus. Aber zeitmäßig würde ich auch tatsächlich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir haben übrigens zwei Jungtiere. Yay, bis zum nächsten Mal.